des PBHub. Ich bin's wieder, euer Sascha Röder oder besser bekannt als ICPMS. Und heute, mal nach langer Zeit, wieder mit einem Guncheck. Ich habe einen richtigen Klassiker bekommen. Also richtig viel Geschichte gibt es heute. Und schwenken wir mal auf die andere Kamera. Legen wir gleich los. So, was wir hier vor uns haben, ist eine Ego 5. Aus dem Jahr 2004 sogar. Und in Originalverpackung, alles ziemlich guter Zustand, so wie es damals quasi ausgeliefert worden ist. Die Ego 5 war der allererste Markierer von Planet Eclipse, welchen man kaufen konnte. Vorher hat sich Planet Eclipse mehr so im Tuning verstanden, hat für die diverse Markierer Tuning-Teile gemacht. So, der größte Wurf und der Wendepunkt in der Geschichte war quasi für sie der Frame, der E-Cocker Frame, der E1 Frame und später der E2 Frame, der überhaupt erst möglich gemacht hat, dass die Autococker ins elektropneumatische Zeitalter wechseln konnte. Planet hat sich quasi gedacht, hey, jetzt haben wir quasi jedes einzelne Teil, können wir als eigenes Tuning-Teil irgendwie fertigen, warum machen wir denn nicht einen eigenen Markierer, machen uns quasi unabhängig, machen uns einen richtigen Namen. Und den Grundstein dafür haben sie mit der Ego gelegt. Gucken wir uns mal die Packung an, ist ja interessant, diese Zeitreise. Also wir haben hier einen Sticker. Da seht ihr quasi die Farben, die es gab. Es gab quasi ein helles Grau, nennt sich Platinum, Midnight Black gibt es heute noch, Blood Red, ich glaube so heißt es heute nicht, Silver Red, Silver to Red Fade und Silver to Blue Fade gab es. Dann hier haben wir quasi eine Spezialausführung, benannt OPM. OPM ist der Supplier immer schon gewesen für Paintball, für Planet Eclipse. Ja, hier noch die Seriennummer, nee, die Batchnummer. Interessant. Inspire, Create, Destroy war damals der Spruch. Auf der Rückseite haben wir nichts. Nur ein schwarzer Karton. Packen wir sie mal aus. So, zum Vorschein kommt eine Aluminiumverpackung. Ich kriege es hier mit der Kamera gar nicht richtig drauf. Ist quasi ein Moosgummiblock mit einem Aluminiumschuber drumherum. Alles hier eingeprägt, also das war mal richtig, hat mal richtig Geld gekostet. Hier nochmal Ego Eclipse. Wenn wir den Schuber hier wegziehen, dann kommt sie zum Vorschein. Also eben, das ist das Tolle. Das Ding wurde vom Vorbesitzer super gepflegt, ist irgendwann in einen langen, langen, langen Dornröschenschlaf gefallen und schlussendlich hier bei mir gelandet. Also genau so habt ihr die damals rausgenommen. Guckt mal, das sieht aus wie neu. Dann haben wir noch zwei Moosgummiblöcke, die das Ganze festhalten. Dann haben wir hier die Ego liegen. Dieser Fade hier, also das ist ein Extreme Ego. Dann haben wir hier unter diesem Moosgummiblock hier haben wir den Lauf. Das ist so quasi der allererste Planet Lauf, müsste 6,93er Durchmesser haben. Ich glaube, man hatte ihn auch schon auf Cockern drauf gehabt. Also auf Eclipse-Cockern gab es diesen auch. Es gab welche mit Boomsticks, es gab welche mit Freaksets und ich glaube zum Schluss hatten sie eben diesen Eclipse-Lauf hier. Dann haben wir hier noch die Originalanleitung, auch mega cool. Alles sehr ausführlich. Die Ego ist sowieso auch ein ziemlich nutzerfreundlicher Markierer. Also es gab wenig Markierer früher, die mit so einer Anleitung daherkamen. Und es gab auch vorher keinen Markierer, der quasi komplett und spielbar aus der Box raus war.
selbst zum Schluss hatten bei allen Herstellern noch die On-Offs gefehlt. Also ihr habt einen Markierer gekauft und der war gar nicht fertig zum Spielen. Und die Ego war der erste Markierer, den ihr wirklich out of the box spielen konntet. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Spares. Das ist nicht mehr der originale Umfang. Wir haben hier ein paar lose Schlüssel, ein paar Ohrringe, ein paar Schräubchen. Und wir haben hier sogar noch die Original-Sticker, die dabei waren. Konnte die auch aufs Auto machen. Also tolle, tolle Zeitkapsel, dieses Paket. Nehmen wir mal die Ego raus. So, dann sehen wir hier den Markierer, die Ego 5. Hier haben wir so, also nicht nur einfach nur ein Sticker, guckt mal, ihr habt hier einen gefrästen Metall-E, das Eclipse-E, hier auf der anderen Seite auch. Hier haben wir den F-Stempel, irgendwo sind noch die anderen Stempel, die wurde ja damals auch von OPM zugelassen. Also das war zusammen schon ein tolles Team, sind sie auch heute noch. Genau, selbst die Griffe, oh, guckt euch die Griffe an. Selbst die sind noch wie neu. Wahnsinn. Mal gucken, ob es hier angeht, ob eine Batterie drin ist. Nö, Batterie ist scheinbar keine drin. Jetzt gleich mal eine reinlegen. Die Ego ist auch der erste Markierer gewesen mit, also müsste mich schwer irren. Der erste Markierer sein mit einem Klemmfeed. Vorher gab es es gab andere Klemmfeeds, aber nicht so in dieser Richtung, die so hier zusammengeklemmt haben. Ihr konntet hier so gab so welche zum Schrauben, aber quasi das hier ist so der Typ, aus dem sich alle Klemmfeeds, die wir heute haben, entwickelt hat. Hier steckt noch ein Stück vom Hopper drin, das können wir nachher mal noch rausretten. So, dann machen wir mal die Griffschalen auf und gucken, ob sie anspringt. So, andere Seite. Also es ist ja Wahnsinn, dass die Griffe noch so aussehen. Denn, da werde ich später noch zukommen, heutzutage hat die Ego natürlich einige Nachteile. Und zwar gibt es einige Teile einfach nicht mehr zu kaufen. Waren Spezialteile und eben, das ist jetzt 18 Jahre her, also die Ego darf jetzt Auto fahren. Eben, und da bleibt halt ein bisschen was auf der Strecke. Die kam zum Beispiel hier mit diesen Griffen, die kennt ihr auch von der Cocker, die hatte die ähnlich mit dem E-Griff. Eben, die sind noch richtig super, da ist nichts eingerissen oder so, die kleben nicht, also Ausnahme. Zustand. Hier sehen wir jetzt das Board und wer Cockerspieler ist, dem kommt das Ganze ziemlich bekannt vor. Das sieht nämlich fast so aus wie das E2-Board aus der Autococker. Ist natürlich ein bisschen abgespeckter. Ihr habt hier nicht diesen Kondensator drin, ihr habt hier nur einen Anschluss für ein Soli, aber so die Anleihen sind klar, die kommen von der Autococker. Machen wir mal eine Batterie rein. Sind auch beschrieben, die Pole. So, hier sehen wir auch die anderen Stempel noch. Kaliber 68, OPM. Noch mit richtig mit Liebe reingeschlagen. So, da Version 1.0. Richtig toll. Auch keine Pixelfehler im Display, das ist auch sowas, was passieren kann bei den Dingern. Und hier, die ist wirklich schwärmerisch, die ist wie aus dem Ei gepellt. Machen wir sie mal aus. Sieht auch genauso aus wie bei der E2 Cocker. So. Dann gucken wir uns mal ein anderes Ding an. Und zwar war die Ego 5 die einzige Ego, die andere Ball Detents besitzt als alle anderen Planet Eclipse Markierer heute haben. Und hier gibt es natürlich auch keinerlei Ersatz mehr. Oh je, wir sehen hier auch schon Schlimmes.
zwar fängt er an, sich aufzulösen. Hier. Das heißt, der ist hinüber. Und das ist echt bitter. Denn die kriegt man heute nicht mehr. Naja, muss vielleicht mal in die Trickkiste greifen. Aber auch sonst hier die Augen. Genau gleich wie bis heute. Jetzt hängt mir hier überall das geschmolzene Baldi Tent Ding. Mal gucken, ob der hier besser aussieht. Ein bisschen geschwitzt. Ich gucke mal, ob ich ihn ausbauen kann. Ich fürchte mich. Das ist wirklich schlecht, weil ohne einen lebenden Baldi Tent Ersatz zu machen, wird wirklich schwierig. Wir können ja mal schauen. Das sind die Baldi Tents, wie sie heute aussehen. Also wir haben hier eine ovale Base und dann hier so einen pyramidenförmigen Finger. Und bei der Ego 5 sehen wir halt hier spezial. Wir haben halt hier eine runde Base hier mit so schmaleren Ausläufern. Wie die Finger aussehen, kann ich jetzt nicht sagen. Weil sobald ich jetzt versuche, den rauszumachen, das wird immer schlimmer. Sobald ich jetzt versuche, diesen Baldi Tent rauszumachen, wird er total kaputt gehen. Vorsichtig. Ja, guck, alles am Schmelzen. Nee. Keine Chance. Sehr, sehr schade. Also eben, wie man hier sieht, alles aufgelöst. Und da gibt es eben noch mehr Teile, die man eben leider heute nicht mehr bekommt. Aber wir schauen mal, ob wir sie irgendwie wieder zum Leben bekommen, zum Schießen bekommen. Nachher nochmal mit einem Q-Tip sauber machen. Vielleicht kriegen wir den anderen raus, aber der sah ja noch schlimmer aus. Tja, ich gehe mal davon aus, dass er ähnlich aussieht wie der aktuelle, nur dass die Base halt anders ist. Vielleicht können wir einfach einen späteren Baldi Tent reinlegen. Boah, macht das eine Sauerei. Ich nachher mal mit Alkohol putzen, aber guckt euch das an. Überall Baldi Tent. Gut, dann gucken wir uns mal die anderen Schwachstellen des Todes an. Das wäre nämlich hier die LPR-Kappe. Wir können nämlich nicht das Base Seal hier vom LPR ist auch nicht zu tauschen. Aber das sieht noch tipptopp aus. Also schon mal kein K.O. hier. Wir haben hier zwei Federn, eine silberne, eine goldene und so. Stopp. So rum ist das Ganze zusammengebaut. Das werden wir komplett neu machen. Dann haben wir hier den LPR Adjuster. Damals bei der Ego 5 war das eine 5/32 Schraube. Schrauben wir die mal komplett rein. Sieht auch anders aus. Heute haben wir hier Custom Schrauben. Früher war das hier, dann waren das zwei Teile. Zur Seite. So, dann gucken wir mal, was kam noch
und Sie jetzt einen Strich durch die Rechnung machen bei der Ego. Und zwar ist das hier dann der Inline-Regulator, auch wieder das Piston. Was ich stark vermute, ist, dass hier der Schlauch ausgetauscht worden ist. Vom Standard 6,3 mm, die Fittings sehen anders aus, das könnten 6 mm Fittings sein. Ansonsten noch schöner Originalzustand. So, Schlauch ist draußen. Schauen wir mal den Regulator ab. Ich habe jetzt schon ein bisschen länger hier bei mir liegen, aber ich habe sie wirklich noch nicht angeguckt. Das machen wir jetzt alle zusammen zum ersten Mal. Dann schrauben wir hier den Regulator auf. Hier gibt es halt keinerlei Angriffsmöglichkeit für einen Schlüssel. Hier auf der Seite auch nicht. Hier ist kein Inbus reingefräst, wie wir es heute häufiger haben. Und dafür hat der Regulator hier Glück gehabt. Der hat nämlich keinerlei Kratzer oder so. Denn hier fingen dann früher die Leute an und haben eine Rohrzange angesetzt, um dann hier das Unterteil aufzuschrauben. Wir müssen das jetzt versuchen aufzubekommen, ohne alles zu versauen. So, hab's aufbekommen, einfach mit einem Handtuch umgewickelt. Okay, so. Hier sehen wir schon mal so eine Tellerfederscheibe, das sehen wir auch nicht. Ich glaube, bis zur Ego 7 haben wir die, danach kommen Schraubenfedern. Drücken wir mal das Piston raus. Genau, hier seht ihr den sogenannten den Shimstack. Ihr habt hier quasi immer diese Tellerfederscheiben. Das sind keine Unterlegscheiben, sondern wenn man genau hinguckt, sieht man eben, dass die so gebogen sind. Und die werden immer versetzt reingelegt. Dass sich dann eben diese Feder am Ende ergibt. Die können wir mal alle wegnehmen. Die sind auch nicht verrostet. Das ist auch gut. Der Planetech hat die nämlich damals immer schön mit einem Antikorrosionsmittel eingesprüht. Wird HHS 2000 zum Beispiel. Stellen wir den mal weg. Und wischen mal das Piston sauber. Und hier sehen wir, dass das Base Seal vom Piston nicht mehr so gut aussieht. Ich bin mir nicht sicher, aber das löst sich auch auf. Also hier müssen wir mal ran. Kann sein, dass das nicht mehr funktioniert. Das ist weich geworden. Ja, man kann es so abkratzen. Okay, also der Regulator ist hinüber. Ja. Kriegen wir aber auch wieder hin. Da gucken wir uns hier den Adjuster an. Das müsste jetzt aber ein Viertel Zoll sein. Ich meine ein Achtel Zoll natürlich. Schrauben wir auch mal komplett rein. Hier, das ist dann auch so eine Custom-Schraube. Und hier sieht man dann so eine Erhöhung hier mit dem Loch dann in der Mitte und das soll dann quasi das Piston abdichten. Wenn das Piston bewegt sich ja vor und zurück beim Schießen, immer wieder, wenn es quasi nachlädt, Luft nachströmen lässt, drückt die Feder das auf. Die Luft kommt hier durch dieses Loch raus, geht dann hier an der Seite durch. Hier vorne am Piston kommt es raus und wenn sich genug Luftdruck aufgebaut hat, ihr habt ja hier eine größere Fläche, als dass ihr sie hier habt, dann drückt die Luft gegen die Feder und drückt das Piston hier gegen den Adjuster und verschließt somit die Luft. Und wenn ihr dann geschossen habt, habt ihr natürlich dann hier weniger Druck auf dieser Seite, dann drückt die Feder wieder auf, lädt nach und drückt wieder zusammen. Also das Piston in eurem Regulator der Flasche oder hier vom Markierer, das bewegt sich quasi ständig so vor und zurück. Hier müssen wir auf jeden Fall uns um ein neues Base Seal kümmern. Hier haben wir den Bolzen der Ego. Hängt auch überall der Schmier dran von den Bolitens.
Das ist schon ein neuerer Bolzen gewesen. Also es gab da mal ein Update, es gab viele Updates am Anfang. Und zwar hatte hier diese Kerbe für den Body Tent, dass wenn der Bolzen vorne war, dass der Body Tent nicht immer geknickt war. Ja, hat quasi den Body Tent geschont, diese Kerbe. Und hier habt ihr auch so eine kleine Rampe dran, so eine kleine Anschrägung, die eben auch dafür sorgen soll, dass der Ballast Deck, der hier oben im Feed nachkommt, dass die Bälle quasi auch geschont werden, dass es da keine Platze im Breach schon direkt gibt. Ansonsten nicht zu vergleichen mit den Cure-Bolzen, die wir heute haben. Nehmen wir mal das Feed ab und nehmen diesen Rest vom Hopper raus. Was man hier sieht, ist, was jeder Planet Eclipse Markierer hat, was vielleicht gar nicht jeder weiß, ist, dass das Feed bei Planet Eclipse so ein bisschen versetzt ist. Es ist so Offset. Ihr seht quasi, hier ist die Mittellinie vom Markierer, vom Lauf, und der trifft quasi das Feed hier nicht in der Mitte, sondern ist so ein bisschen versetzt. Ihr seht auch, dass hier ein bisschen mehr Fleisch ist als hier auf der Seite. Das ist dieses DevTech-Feed, nennt sich das. Ist auch, glaube, patentiert haben sie es nie. Die letzten Bälle kommen, die fallen dann hier rein und die hüpfen wieder hoch. Und wenn die hochhüpfen und in dem Moment der Schuss ausgelöst wird, dann gibt es quasi einen Ballbreak hier im Breach. Und dadurch, dass sie das Feed versetzt haben, fällt der Ball runter, und wenn er wieder hochhüpfen will, fällt er quasi, also wird er quasi hier oben an dieser Kante gebremst. Er kann nicht wieder ganz hochhüpfen. Soll Ballbreaks verhindern, hat jeder Planet Markierer bis heute hat das so. Nehmen wir mal den Frame ab, enthüllen ein paar andere Besonderheiten. Der Ego 5. Stecken wir noch das Soli aus und die Augen aus. So, Frame zur Seite. So, was wir jetzt sehen, ist auch so eine typische Geschichte, die damals passieren konnte. Und zwar sehen wir hier am Soli, dass die Schrauben, die Griffschalenschrauben, wenn man die zu fest angeschraubt hatte, ins Soli sich geschraubt haben. Das ist schon relativ tief. Auf der anderen Seite geht so. Aber das Soli, meine ich, würde noch funktionieren, hätte noch geklackt. Was man hier noch sieht, ist dieser kleine Deko-Block, nenne ich ihn jetzt mal. Ich habe gerade in der Anleitung nicht geguckt, wie es hieß. Bei der Timi gab es was Ähnliches, hieß damals Deko-Block. Hier geht quasi die hintere Frame-Schraube rein. Hier wird der Block fixiert. Da seht ihr, er greift hier im Ramsleaf in dieses Loch rein. Und wenn wir jetzt diesen Low-Pressure-Schlauch hier also quasi die Luft aus dem LPR wird hier über diesen Schlauch geleitet, geht hier ins Soli. Das Soli verteilt dann hier an einmal den Schlauch für die Vorwärtsbewegung und hier den Schlauch für die Rückwärtsbewegung. Nehmen wir das mal ab. Wir können auch mal die Augen wegnehmen. So, ziehen wir mal den Schlauch ab. So, der Schlauch ist abgezogen. Ist einfach nur so ein Stopfen-Plug. So, und jetzt können wir das komplette Ramsleaf nach hinten rausziehen. Bisschen krustig, aber da haben wir es. Das ist quasi auch nur bis zur Ego 6 so gewesen, dass man das entnehmen kann. Man hatte damals gedacht, das wäre ein Verschleißteil und muss eventuell mal gewechselt werden. Und später war das ein Teil vom Body. Hier sehen wir die RAM, die wir kennen von der Ego. Hier sehen wir das Poppet. Und wir sehen hier auch, dass wenn die RAM nach vorne kommt und öffnet sie, das Poppet. Hier ist die Luft vom Inline-Regulator steht hier an. Und wenn wir hier quasi das Poppet öffnen, strömt die Luft hier an der Dichtung vorbei, hier in dieses Loch.
und feuert den Ball ab. Das sieht noch alles gut aus. Können wir mal noch die RAM rausmachen. Dazu schrauben wir die Backcap ab und schubsen die RAM raus. So, also hier gab es damals auch noch kein Zig-Hit oder sowas. Wir haben hier eine Dichtung, die auch schon sehr, sehr weich ist. Das ist euer Bumper für die Rückwärtsrichtung. Ja, der lebt nicht mehr lange. Der muss ausgetauscht werden. Aber man sieht quasi, wo sie herkommt, wo die Reise hingeht. Die DNA, der Ego, die ist klar. So, hier in der Backcap. Hier ist keine Dichtung drin. Okay, das ist alles erstmal nur Bestandsaufnahme. So, damit wäre der Body quasi nackig. Wir können noch hier vorne den Air Source Adapter abschrauben. Hier sehen wir den LPR Body. Hier sitzt dann der Air Source Adapter dran. So. Hier durch das große Loch kommt die Luft rein, die dann hinter dem Poppet sitzt, mit der Ball beschleunigt wird. Und hier über diese zwei Bohrungen, hier über diese zwei Dichtungen, kommt dann quasi die Luft aus dem LPR dann später hier an diesem Fitting an und geht durch den Schlauch. Gut. Also alles in allem sieht sie nicht schlecht aus. Wir haben zwei Baustellen. Drei Baustellen. Die Ball Detents. Da kann ich mir vorstellen, dass mit ein bisschen Modifikation die Ball Detents ab 2006 passen könnten. Ja, möglicherweise. Und dann haben wir noch als nächste Baustelle das Inline-Regulator Pisten hier. So. Man sieht, das muss eigentlich eine glatte Fläche sein, so wie jetzt hier beim LPR. Die Seite ist noch in Ordnung. Hier die Inline-Regulator-Seite, die ist kaputt. Früher hätte man da einfach ein komplett neues Pisten gekauft. Ich gehe nicht davon aus, dass ich noch ein neues Pisten bekomme. Man könnte noch den Regulator komplett austauschen gegen den anderen. Gibt es ja viele Aftermarket-Sachen auch heute noch. Aber dann wäre sie ja nicht mehr original. Ne? Wir versuchen ja das ganze Ding so authentisch wie möglich zu halten. Nächste Baustelle ist dann hier dieser Bumper. Das ist eine Polyurethanscheibe. Ich denke mal, ich werde mir einfach mal hier so eine Matte besorgen. In verschiedenen Stärken mit ein paar Punchwerkzeugen und dann versuche ich mir einfach die Dinger da rauszuschlagen. Eine andere Besonderheit der Ego sind diese Dinger hier, die ihr hier seht. Die seht ihr, kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr noch alte Leute seid und habt früher Cocker gespielt. Das sind QEVs. Die waren früher auch an der RAM der Cocker dran und die waren auch eben in der Ego 5 und 6 hier verbaut, haben quasi gemacht, damit der Cycle schneller ist, damit der Markierer schneller schießen kann, damit weniger Luft zurück durch Soli befördert werden muss zum Entlüften, wurde quasi direkt hier hinten raus entlüftet. Hier hinten ist so eine Membran drin, die eben auch kaputt gehen kann. Die
könnte genauso flüssig sein wie der Rest. Das Problem ist, wenn wir jetzt versuchen, diese QEVs hier abzudrehen, die sind eingeklebt, werden die sehr wahrscheinlich abbrechen. Versuchen wir jetzt erstmal zu vermeiden und gucken, wie sie läuft, wenn wir sie dann wieder zusammen haben. QEV-Membranen zu bekommen, ist auch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Da gab es auch bis zur Ego 8 wurden die verwendet, die Membrane. Die hier sind gar nicht dazu gedacht, eigentlich, dass man sie wechselt. Man kann mit viel Geduld die QEVs hier zerlegen und die Membrane wechseln und die der Ego 7 und so weiter, die passen auch. Wir müssen gucken, ob wir es brauchen. Ziel ist, dass wir am Ende ein schönes Shooting-Video hinbekommen und danach, denke ich mal, wird die Ego eher so ein Leben als Wallhanger haben. Irgendwo an der Wand hängen, schön aussehen, aber ernsthaft spielen, eben alleine durch die Ersatzteilsituation, macht keinen Sinn. Es gibt heute bessere Alternativen, das hier ist quasi einfach nur ein Stück Geschichte, das es zu erhalten gilt.